Und damit hallo und herzlich willkommen, Leute, zu diesem neuen Video. Ich wurde heute eingeladen zum McLaren Technology Center von OnePlus, denn die haben eine neue Special Edition vom OnePlus 6T vorgestellt. Und wenn man mal so eine geile Kulisse zum Film hat, dann muss man auch ein Unboxing machen. Und das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, Leute, ich weiß, ihr braucht es gar nicht in die Kommentare schreiben. In letzter Zeit kamen nicht so viele Videos hier auf dem Kanal online. Ich möchte euch aber erstmal noch ganz kurz erklären, woran es liegt, denn in den letzten Wochen haben Julian und ich extrem viel Energie in unseren Crew-Kanal gesteckt, weil wir dort gerade das Vlogmas-Projekt am Laufen haben. Da gibt es jeden Tag ein neues Video, immer was anderes, immer was Neues. Und wenn ihr Bock habt, das mal auszuchecken, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei oder oben in den Infokarten. Es wird auch bald ein Behind-the-Scenes-Vlog hier zu diesem McLaren Center online gehen. Aber gut, widmen wir uns dem Paket, was hier vor mir ist. Es ist ein bisschen eine besondere Packung. Man kennt ja die normale OnePlus-Verpackung. Das ist einfach nur so eine längliche Box, schön rot-weiß gehalten. Das hier ist ein bisschen was anderes. Es steht schon hier vorne drauf, Salute to Speed, weil das Ganze halt eine Hommage an die Geschwindigkeit sein soll. McLaren macht schnelle Autos. OnePlus sagt, sie machen schnelle Smartphones. Und das soll halt jetzt hier eben das Schnellste der Schnellsten sein. Wollen wir mal schauen, ob das sich bewahrheitet, indem wir das einfach mal aufmachen. Ich habe hier so einen kleinen Schlüssel, wo ich gerade schon mein Gerät aus so einem Fach rausholen konnte. Und jetzt, es ist ein bisschen schwieriger mit dem Schlüssel zu hantieren, als mit dem großen Unboxing-Messer. Aber wenn ich das im Flugzeug mitgenommen hätte, ich glaube, es wäre nicht so gut ausgegangen. Aber so kriegen wir es ja auch hin. Wir haben Orange, die Farbe von McLaren. Wir haben an der Seite von der Verpackung Carbon Fiber am Start. Und es wird sich auch gleich im Design von dem Gerät widerspiegeln. Ich ziehe das Ganze mal jetzt hier kurz raus. So, und dann haben wir sie hier, die große Box. Ich glaube, man kann das jetzt nach oben aufheben. Ja, nach oben. Fast and smooth, salute to speed. Hier haben wir das großartige Buch. Ich lege es mal kurz zur Seite, denn was ihr noch nicht wisst, da ist das Handy drin. Psch, verrat's aber noch niemanden. Wir haben hier noch mal ein paar coole Sachen. Wir haben eine Hülle, die auch aus Carbon ist, tatsächlich. Total cool. Wir haben hier noch einen Zettel von McLaren. Wir haben hier eine kleine Box, wo nichts drin ist. Und hier tatsächlich noch mal ein Block, den man zu jeder McLaren Edition dazu bekommt, von McLaren, wo nochmal draufsteht, Salute to Speed McLaren MCL 33 Edition Carbon Fiber. Und da ist ein echtes Stück McLaren Carbon drin. Sieht ganz cool aus, kann man sich locker irgendwie ins Regal stellen oder sowas. Des Weiteren haben wir hier nochmal den ganzen Papierkram und das Netzteil. Und das, Leute, ist wirklich was Besonderes, denn das OnePlus 6T in der McLaren Edition ist das erste OnePlus, das Warp Charge unterstützt. Das ist der Nachfolger von Dash Charge. Und die Leute, die Dash Charge kennen, wissen schon, das ist die Schnellladetechnik von OnePlus. Und Warp Charge soll halt eben nochmal deutlich schneller sein. Wir haben jetzt hier aber nicht das fertige Warp Charge, so wie es in den Gerüchten gehandelt wird, sondern wir haben Warp Charge 30. Das ist so eine Art Vorversion, kann man schon fast sagen, die schneller ist als Dash Charge, aber noch nicht ganz so schnell wie Warp Charge dann am Ende des Tages sein wird im OnePlus 7 oder wie auch immer. Aber es ist schon mal ein 30 Watt Netzteil und das soll einem so ungefähr 80% Akku in einer halben Stunde geben. Und es ist schon extrem krass. Ich bin sehr gespannt darauf, das auszuprobieren, sehr gespannt darauf, das zu vergleichen mit Dash Charge. Wie viel schneller ist es tatsächlich als das normale OnePlus 6T? Aber ja, das muss man einfach sehen und das Netzteil dazu sieht auf jeden Fall schon mal hammermäßig cool aus. Des Weiteren haben wir hier noch aber ein letztes Accessoire in der Verpackung, das sich ein bisschen schwer rausholen lässt, und zwar ein USB-C auf Klinkenadapter. Schön, dass sie hier mit dabei ist und tatsächlich auch orange-schwarz, ganz im Theme von dem Handy. Aber gut, wir kommen jetzt mal zum wirklich wichtigen Teil. Alter, der ganze Tisch ist schon voll. Wir haben hier eine Menge Zeug rumliegen. Aber der wirklich wichtige Teil ist natürlich hier die Lektüre, die dabei ist. Es ist ein bisschen komisch. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Smartphone-Hersteller ein Handy in einem Buch verpackt, aber hier ist es so. Wir haben hier ganz viele Seiten darüber, wie toll OnePlus ist, wie toll McLaren ist und so weiter und so fort. Ist sicherlich schön, sich das mal anzuschauen, aber die spannendste Seite ist die letzte Seite, denn an der findet sich das Handy. Ich hebe es mal heraus. Auf einmal ist das Buch deutlich leichter geworden. Und nehme es in die Hand und als allererstes fällt natürlich auf, es ist ein OnePlus 6T. Es hat dieselben Abmessungen wie ein OnePlus 6T, es hat dieselben super dünnen Displayränder, es hat dieselbe super kleine Notch oben. Aber auf der Rückseite
Da ist es tatsächlich noch mal ein bisschen besonders. Ich mache mal hier alle Folien ab, denn dann könnt ihr das vielleicht im Licht ein bisschen sehen. Wir haben einmal eine Glasrückseite mit Carbon-Optik. Das ist ein bisschen so, wie die Avengers Edition vom OnePlus 6 war, aber noch ein bisschen dezenter. Ich finde, man sieht das Carbon fast gar nicht mehr. Es leuchtet nur noch so ein bisschen durch. Eigentlich schade, um ganz ehrlich zu sein. Ich fand es sehr cool, wie es bei der Avengers Edition war, aber trotzdem besser als normales Schwarz. Es hat auch so einen leichten lila Ton, das Ganze. Sieht auf jeden Fall extrem cool aus. Und hier unten haben wir noch mal so eine orangene Akzentlinie. Ist natürlich Geschmackssache. Das Ganze ist das Markenzeichen von McLaren. Es soll einen schnell vorbeifahrenden orangenen McLaren zeigen. Und ja, so wirkt sich das halt eben aufs Design aus. Die letzte Sache, die dieses Gerät aber noch ausmacht, sind Specs. Zum einen haben wir 256 GB Speicher, was schon mal ziemlich cool ist. Aber zum anderen haben wir auch 10 GB RAM. OnePlus sagt, 10 GB RAM ist das krasseste ever. Sie sind die ersten auf dem Markt. Es wird noch schneller sein als jedes OnePlus-Gerät davor. Aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel dran. Man spürt schon den Unterschied zwischen dem 6 GB RAM und dem 8 GB RAM Modell nicht so stark. Und dann nochmal 2 GB RAM mehr zu haben, wird im Alltag nicht so viel Unterschied machen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Android sowieso selten mehr als 4 GB RAM gleichzeitig belegen kann. Aber ja, man kennt es ja im Endeffekt, Marketing funktioniert oft so. Wer die größte Zahl hat, ist auch der Beste. Und es kann sicherlich nicht schaden, die 10 GB RAM mit am Start zu haben. Vor allem, weil es das Handy nicht so viel teurer macht. Um die 700 Euro kostet diese Special Edition. Ich habe mir sagen lassen, dass sie auch einigermaßen limitiert ist. Wie doll, weiß ich jetzt nicht genau. Also ja, wenn ihr die haben wollt, schaut mal irgendwie auf der Website vorbei oder so. Ich glaube, die kommt am 13. raus. 13. Ja, 13. Dezember ist Release. Aber ja, jetzt wird es hier hinter mir auch schon ein bisschen voll. Ich glaube, gleich startet die Tour hier durch das McLaren Center. Und das will ich auch nicht verpassen, weil schaut euch mal an, was hier alles rumsteht. Ein McLaren F1, ein P1. Ich hoffe, da hinten steht noch ein 27S Spider, der jetzt neulich angekündigt wurde. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Auto aussieht. Aber ja, ich rede schon wieder viel zu viel. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.